Warum fallen die Aktienmärkte eigentlich nicht, wenn die Nachrichtenlage nicht besonders toll ist? Weil die Notenbanken offenkundig komplett umsteuern. Man erwartet immer mehr Zinsanhebungen in den USA. Jetzt auch diese leicht hawkische Wende durch die EZB. Und dennoch steigen die Indizes derzeit, wenngleich unter sehr dünnem Volumen. Und wir sind, das ist vor allem zu bemerken, charttechnisch im totalen Niemandsland. Aber es gibt einige Faktoren, die diese Mechanik der Märkte derzeit erklären. Und die wollen wir uns kurz mal anschauen. Wir warten ja alle auf die Verbraucherpreise aus den USA am Donnerstag. Und das ist jetzt so ein bisschen ein Vorspiel. Da geht es mal hin, da geht es mal her. Wie gesagt, dünne Handelsvolumina, aber bisher keine wirklich klare Richtung erkennbar. Aber die Notenbanken, die äußern sich so jetzt daily. Von der San Francisco Fed, die sagt, ja, okay, im März, da werden wir die Zinsen anheben, aber wir können auch nicht zu aggressiv sein bei den Zinsanhebungen. Also hier, Madame Daly ist jetzt die neue Kashkari, könnte man sagen, also die für die dovischen Kommentare zuständig ist, Good Hack, Bad Hack. Derjenige, der ein bisschen auf die Pauke haut in Sachen Zinsanhebungen, da gibt es welche innerhalb der Fed und sie ist diejenige, die jetzt die dovische Rolle spielt. Kashkari ist weitgehend verschwunden. Das war derjenige, der immer gesagt hat, es gibt keine Inflation, wir müssen die Zinsen ewig bei Null halten. Jetzt jedenfalls sehen wir erste Beruhigungsversuche. Es wird nicht so schlimm kommen und die Märkte preisen ja sehr viel ein, dazu gleich mehr. Auf der anderen Seite sehen wir dann vor allem Panikreaktionen schon ein bisschen seitens der EZB. Hier Villeroy, der Franzose, der gesagt hat, ja, wir werden alles tun in Sachen Inflation, wirklich ganz fest versprochen. Und wir werden die Inflation auf 2% kriegen. Das ist alles temporär. Und die französische Inflation, die Inflation in Frankreich, die wird jetzt schon im nächsten Monat schrittweise zurückgehen. Also da ist wirklich ein Versuch, da die Dinge ein bisschen runterzureden. Dann vor allem mit der Aussage, die Investoren haben wahrscheinlich überreagiert zu dem, was wir gesagt haben seitens der EZB. Also das ist schon ziemlich typisch. Wir haben ja gesehen, dass vor allem die Renditen der Peripherieländer der Eurozone massiv nach oben gegangen sind. Mithin steigen also die Risikoprämien für diese Anleihen aus Griechenland, aus Italien deutlich stärker als die Risikoprämien für deutsche Staatsanleihen. Und das ist natürlich nicht das, was die EZB will. Deswegen wird hier versucht, ein bisschen Trash Talk zu machen. Und interessant auch, dass jetzt zum Beispiel der Chef der Bank of England die Engländer aufgefordert hat, bitte fordert jetzt nicht höhere Löhne. Das zeigt schon alles. Da gibt es dann eine öffentliche Entrüstung und durchaus zu Recht, weil die Leute sagen, ja, die Preise steigen, aber ich soll weiter mit demselben Gehalt arbeiten und damit faktisch Kaufkraftverluste haben. Also wir sehen, das ist schon eine echt heiße Diskussion. Die Engländer haben ja wenigstens schon versucht, ein bisschen etwas dagegen zu machen, gegen den schnellen Anstieg der Inflation. Dementsprechend sehen wir die verschiedenen Situationen in den verschiedenen Währungsräumen. Hier mal die Finanzkonditionen und wir sehen, am stärksten sind jetzt die Finanzkonditionen in Europa gestrafft worden in den letzten Tagen. Auch die Finanzkonditionen in den USA sind relativ lax und relativ tighter geworden, also haben sich etwas gestraft, während in China die ganze Geschichte genau andersrum läuft. Also hier versuchen die Notenbank letztendlich eher auf das Gaspedal wieder zu treten, schlichtweg, weil die chinesische Konjunktur nicht läuft. Nicht gelaufen ist auch der Aktienmarkt im Januar, wie wir alle wissen. Jetzt im Februar geht es, da hält man sich ganz gut, aber interessanterweise ist der Money Supply Change, also M2, Geldmengenveränderung, negativ gewesen, so negativ wie zuletzt oder auch negativer als im Juli 2020. Und das könnte vielleicht auch erklären, warum nicht nur durch die hawkische Wende der Fed, sondern schlichtweg auch durch die vorhandene Liquidität an den Märkten es etwas schwieriger geworden ist. Und wenn wir uns jetzt mal die Zinsanhebungsprojektionen anschauen, die die Märkte einpreisen, nämlich die Short-Term Interest Rate Markets, STIR, dann sehen wir, dass wir eine gut 40%ige Wahrscheinlichkeit derzeit eingepreist sehen, dass wir 6
Zinsanhebungen bis Jahresende sehen und eine 35% Wahrscheinlichkeit, dass wir im März dann eine 0,5% Zinsanhebung sehen. Die nächste FED-Sitzung ist ja am 16. März oder das Ergebnis derselben. Und wir sehen also, das ist schon sehr, sehr viel, was die Märkte einpreisen in sehr, sehr kurzer Zeit. Wie schnell sich das verändert hat noch im September, Oktober letzten Jahres. Da war von Zinsanhebungen in diesem Jahr überhaupt nicht die Rede. Wie werden die Märkte reagieren auf das, was jetzt vor allem die Inflationsdaten am Donnerstag bringen? Hier sagt etwa JP Morgan, ja, also wir schätzen die Chance ein, eher auf der Oberseite derzeit für die Märkte, weil wenn die Inflationsdaten niedriger reinkommen als erwartet, die Konsensschätzung bei plus 7,3%, dann ist das Aufwärtspotenzial relativ groß, sagt JP Morgan. Dagegen, wenn die Zahl schlechter ausfällt, ist ja vieles schon eingepreist. Wir haben vorhin gesehen, die hawkischen Erwartungen in Sachen Zinsanhebungen sind schon immens. Also hier JP Morgan ohnehin ja immer wieder auf der Bullenseite mit Marco Kolanovic vor allem. Bleibt eben auf dieser Bullenseite. Wir hatten gestern Small Businesses gesehen. 61% der kleinen Firmen in den USA haben ihre Preise angehoben, so viel wie seit 1974 nicht mehr. Das deutet eher auf einen heißen Inflationsreport am Donnerstag. Jetzt muss man wissen, dass die Amerikaner jedes Jahr die Inflationsberechnung ein bisschen verändern. Man versucht dann so ein bisschen die Dinge einzubeziehen, die im Vorjahr viel konsumiert wurden, viel gebraucht wurden. Das wird diesmal auch passieren. Da besteht also durchaus, sagen wir mal, eine methodologische Handhabung. Gell? Also du kannst ein bisschen die Statistik verändern und möglicherweise zu deinen Gunsten. Und gerade die Biden-Administration ist ja schwer unter Druck durch diese Inflation. Und hier sehen wir nochmal wirklich den entscheidenden Grund, was da eigentlich läuft. Wir sehen, dass die Preise steigen und die Produktion sinkt. Wir sehen also erste Tendenzen zur Wirtschaftsabschwächung. Gleichzeitig werden Güter knapp. Nachfrage bleibt hoch, dementsprechend steigt die Preise, wie hier dieser Chart von Am Market zeigt. Das ist der Mechanismus der letzten Wochen. Wir sehen jetzt nach wie vor ja Lockdowns auch in China wieder. Da wird mal eben eine 3,5 Millionen Stadt wie Beise praktisch gelockdownt, aber es ist eben jetzt kein großflächiger Lockdown, zumindest nicht bisher passiert, auch die Häfen sind nicht zu in irgendeiner Form, also es gibt die Hoffnung, dass sich das verbessert, allerdings Olympia könnte da natürlich für China schon ein Corona-Problem bedeuten, angesichts der Corona-Politik, dieser Zero-Tolerance-Politik, die China ja betreibt. Jetzt kommen wir mal zu den Märkten, wir sehen Dow Jones 1% gestiegen, Netflix, Nasdaq auch über 1% gestiegen. Und wir sehen, dass gestern ausnahmsweise mal Energie das Schlusslicht gebildet hat. Das ist ja der beste Sektor, also vor Finanzen. Und gestern waren es Materials, Consumer Discretionary, Financials, Technology, Industrial. Also eher optimistische Branchen, könnte man sagen. Wirtschaftsöffnungsbranchen, die von einer guten Konjunktur profitieren. Nicht Energie diesmal. Gestern der Ölpreis ja ein bisschen runtergekommen, der ohnehin überhitzt ist, so ein bisschen nach dem Anstieg überkauft ist, könnte man sagen. Dann hier Iran, USA Gespräche etc., das hat das alles ein bisschen entspannt kurzfristig. Jedenfalls, wenn wir uns mal die Aktienindizes anschauen, sehen wir hier den Spider SBY, das maßgebliche ETF auf den S&P 500. Wir sind irgendwie genau in der Mitte, sind irgendwie im totalen Niemandsland. Oben sehen wir den 50-Tages-Durchschnitt, unten sehen wir den 200-Tages-Durchschnitt in diesem oberen Chart. Das heißt, wir hangeln uns irgendwo im Niemandsland zwischen 200-Tages-Durchschnitt und 50-Tages-Durchschnitt, während der Nasdaq zum Beispiel immer noch nicht seinen 200-Tages-Durchschnitt, hier Triple Q unten, immer noch nicht seinen 200-Tages-Durchschnitt erreicht hat. Wir sehen also doch eine verschiedene Stärkeposition derzeit, die Tech-Werte insgesamt und übergeordnet noch schwächer. Wie gesagt, die Umsätze gestern sehr dünn, das war mit das geringste jetzt in diesem Jahr, was wir bisher gesehen haben, zumal ja die Umsätze zuletzt bei dieser hohen Volatilität sehr hoch gewesen waren. Und hohe Volatilität sehen wir jetzt vor allem immer in der letzten Handelsstunde. Hier haben wir gestern mal die Bewegung nach oben gehabt, jetzt haben wir die letzten sechs Handelstage massive Bewegungen vor allem in der letzten Handelsstunde gesehen. Viermal nach unten, zweimal nach oben, gestern wie gesagt nach oben, und das hat wohl zu tun mit Passive Index ETF and their last half hour rebalancing activity. Hier sind also praktisch Mechaniken am Fall, passive ETFs, Indizes, Index ETFs, Sektoren ETFs, Einzelaktien ETFs.
Wir sehen hier vor allem eben auch Optionsmarkt, den Optionsmarkt als sehr, sehr wichtig. Dealer Gamma ist ein entscheidender Punkt. Hier sind also die Market Maker teilweise dabei, Absicherungen, Puts abzubauen, Puts wieder aufzubauen etc. Das ist sozusagen eine Mechanik, die derzeit abläuft. Und wir sehen auf der anderen Seite eben geringste Liquidität im Future-Markt derzeit. Es ist schwierig, sich da über den Future abzusichern. Dementsprechend ist das, was da jetzt passiert, irgendwie alles, naja, nicht so wirklich ernst zu nehmen. Ich persönlich zum Beispiel halte mich jetzt erstmal komplett raus bis Donnerstag, was das aktivere Trading betrifft. Da sehe ich momentan schlichtweg keinen Ansatz, mit dem man hier agieren könnte. Wir sehen also hier diese Erholung im S&P 500. Alles noch nicht wirklich kräftig, aber es stabilisiert sich etwas. Während wir auf der anderen Seite den Abverkauf in HYG, das ist das maßgebliche ETF für Junk Bonds, also für hochriskante Unternehmensanleihen, hier geht der Abverkauf weiter. Das heißt, die Märkte strafen eben diese Junk Bonds ab, die viel zu niedrige Renditen haben. So jetzt plötzlich die Erkenntnis, das ist ja jahrelang mit der Liquidität der Notenbanken, sind diese Junk-Bonds-Kurse nach oben gegangen, das heißt die Renditen, die Risikoprämien nach unten. Jetzt kehrt sich das um und die Divergenz ist ziemlich groß. Junk-Bonds sind immer ein guter Indikator für das, was passiert, und insgesamt sehen wir eine Langzeiteinschätzung auch mal demografisch. Wir haben jetzt praktisch das maximale Engagement der Amerikaner in Sachen Aktien. Hier heißt es ja normalerweise, also die Bullenmärkte, die sterben mit dem Alter sozusagen, oder irgendwann altern Bullenmärkte und sterben schlichtweg. Andere sagen, es ist immer die Fed, die die Bullenmärkte killt. Ich neige zur zweiten Ansicht. Dennoch ist es so, dass jetzt demografisch gesehen eben praktisch die Investmentquote der Amerikaner so extrem hoch ist, und es sind vor allem die Älteren, die sehr dick investiert sind, das sind diejenigen, die das Geld haben, und die werden irgendwann sterben, und die Jungen müssen dann diese Lücke füllen, und die Demografie in den USA ist auch nicht mehr das, was sie mal war. Die amerikanische Bevölkerung wächst nicht mehr, erstaunlicherweise auch, weil Immigration eben deutlich nachgelassen hat. Kommen wir nochmal in die USA. Gestern ja Scholz, oder was vorgestern? Aber Scholz weilt in den USA, vorgestern die Pressekonferenz mit Biden. Gestern hatte Scholz dann mit den Senatoren gesprochen und hat da nochmal bestätigt, also sollten die Russen in der Ukraine einmarschieren, dann werden wir Nord Stream 2 killen. Die Amerikaner sind begeistert, die Senatoren sagen, das war sehr, sehr klar, was Scholz gesagt hat. Also jetzt muss er dann nach Moskau, da wird er das Gegenteil erzählen. Wenn wir uns mal die chinesischen Märkte ansehen, dann sehen wir, dass hier die Stimmung ganz gut ist. Gestern, also am Vortag, hat offenkundig die Führung in Peking den Befehl gegeben, liebe Banken, kauft jetzt, nachdem die Märkte sehr schwach waren. Das will man jetzt nicht haben angesichts der Olympiade. Also sehen wir, dass jede Schwäche der Aktienmärkte nach oben gekauft wird. Und wir sehen, by the way, dass die Chinesen sich an nichts gehalten haben, was sie mit Trump noch abgemacht hatten, nämlich im Januar 2020. Da war Trump im Grunde, oder hatte Trump hier ein Abkommen über 200 Milliarden Dollar an US-Exporten nach China unterzeichnet mit den Chinesen. Die Chinesen haben davon nichts umgesetzt. Die haben sich gedacht, der Typ ist eh bald weg, ist egal. Aber was er damals ja gewollt hat, war Flüssiggas nach Europa zu exportieren. Das passiert jetzt in großem Stil, und zwar so, dass die Kosten solcher Shipments teilweise sogar negativ sind. Das heißt, diejenigen, die dieses Flüssiggas transportieren wollen, die müssen dafür nichts zahlen. Und wir haben ja diesen massiven Anstieg des Gaspreises gesehen. Und die große Frage ist, woher kommt das eigentlich? Und jetzt haben wir einen Artikel auf Finanzmarktwelt, der diese Frage beleuchtet und auch mal russische Medien sich ein bisschen zu Gemüte führt und guckt, was wird da eigentlich gesagt, was passiert da eigentlich, was ist die Erklärung der Russen, was ist die Erklärung der Deutschen, was ist der Grund, warum plötzlich diese Gaslieferungen nicht mehr passieren, etwa durch die Jamal-Plattform. Hochinteressant, wie ich finde, werde ich unter dem Video verlinken. Und jetzt wünsche ich erstmal einen guten Start in diesen Mittwoch und sage Servus und Ciao.